Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Kleinkindergottesdienst zum Muttertag. Heute mit Andrea und Reinhard. Viel Spaß! Hallo Xaver! Hallo Reinhard! Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Xaver, mir fällt auf, du bist heute ganz allein. Wo ist denn die Lucy? Hast du die nicht mitgebracht? Ja, Reinhard! Hast du nicht dran gedacht, dass heute Muttertag ist? Lucy ist zu Hause. Die hat ihrer Mama schon ein wunderbares Frühstück hergezaubert. Und die gehen nachher um 10.30 Uhr miteinander in die Michaelskirche in den Gottesdienst. Darum bin ich heute alleine. Xaver, natürlich habe ich nicht vergessen, dass heute Muttertag ist. Boah, was sehe ich da? Was hast du in deiner Hand? Du hast ja was mitgebracht. Ja. Was ist denn das? Ich habe für meine Mama eine schöne Blume gekauft. Und wenn ich nachher nach Hause komme, überreiche ich die der Mama. Und bevor es soweit ist, was wollen wir jetzt gemeinsam tun? Wir wollen Kleinkindergottesdienst feiern. Ich sehe auch schon die Andrea kommen, dann beginnen wir bestimmt gleich. Dann wollen wir doch gemeinsam beginnen. Hallo liebe Kinder, Reinhard, der Xaver und ich begrüßen euch ganz herzlich heute zu unserem Kleinkindergottesdienst am Muttertag und freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Wie immer zünden wir zuerst die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Gott in unserer Mitte ist. Dann beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, wir sind heute hier beim Kleinkindergottesdienst zusammengekommen, um mit dir zu feiern. Öffne unsere Ohren, mach unsere Herzen weit, dass wir bereit sind, deine Worte zu hören und deine Botschaft zu verstehen. Amen. Und zu Beginn singen wir miteinander das Lied Einfach spitze, dass du da bist. Xaver, du hast es ja bereits vorher erwähnt. Heute ist Muttertag. Muttertag, der Tag für unsere Mamas, für unsere Muttis. Und vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum feiern wir Muttertag? Warum feiern wir einen Tag für unsere Mamas? Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee von euch, einen Gedanken. Wir wollen einmal unseren Xaver fragen, ob er vielleicht eine Idee hat, einen Gedanken, warum wir heute Muttertag feiern. Xaver, wenn ich dich fragen würde, Muttertag, warum
feiern wir heute Muttertag? Oh, das kann ich ganz klar beantworten, Reinhard. Also, die Mama, die weckt mich morgens und die sorgt dafür, dass ich frische Kleidung anzuziehen habe. Und dann ist das Frühstück hergerichtet und meine Kindergartentasche ist gepackt und bei meiner Schwester ist die Schultasche gepackt. Und immer ist was zum Essen im Haus. Und wenn ich nach Hause komme, dann fährt sie mich noch zum Fußball, wenn man darf, wenn Corona vorbei ist. Und ja, meine Mama, die tut einfach alles für mich, die sorgt für mich. Das ist super. Mensch, Sasa, das hast du uns jetzt ganz toll erklärt. Also, das war jetzt spitzenmäßig, deine Gedanken, warum wir heute Muttertag feiern. Jetzt habe ich mal eine Frage noch. Bist du schon mal hingefallen? Klar bin ich schon mal hingefallen. Ich spiele ja schließlich Fußball. Hat dein Knie geblutet dabei? Klar hat mein Knie geblutet. Logisch, das passiert halt, wenn man hinfällt. Hattest du Schmerzen? Manchmal muss ich wie am Spieß brüllen, das brennt und dann sind noch Steine in der Wunde. Hast du dabei geweint? Unter uns, es hört niemand. Hast du geweint? Ja, ein bisschen. Und jetzt, Xaver, wo war die Mama? Was hat die Mama da gemacht? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, klar kann ich mich erinnern. Die Mama kommt immer. Dann nimmt sie mich auf den Schoß und meistens pustet sie auf die Wunde und dann macht sie ein Pflaster drauf, nimmt mich nochmal fest in den Arm und drückt mich und dann ist es wieder gut. Ah, da fühle ich mich so getröstet, das ist wirklich schön. Also die Mama hat dich in dem Fall getröstet. Jetzt kommt mir ein Sinn, kannst du dich an das große Gewitter noch erinnern, die Tage? Oh ja, der fürchterliche Donner und die Blitze. Genau. Und du bist rausgesprungen und hast geschrien, Juhu! Wo denkst du hin? Reinhard, unter uns gesagt, ich habe mich unter der Bettdecke versteckt. Ich hatte fürchterliche Angst. Xaver, war die Mama in der Nähe? Was hat die Mama vielleicht getan? Ja klar war die Mama in der Nähe. Die ist gleich in mein Zimmer gekommen und hat geschaut, wo ich bin und ist zu mir unter die Bettdecke geschlüpft und hat mich fest in den Arm genommen. Da habe ich mich gleich so beschützt gefühlt. Das ist toll. Wenn die Mama dir einen Schutz gab, wenn sie dich beschützt hat. Xaver, noch einen Gedanken, wo ich da habe. Du bist ja im Kindergarten. Ja. Du bist das letzte Jahr im Kindergarten. Ja, bald komme ich in die Schule. Du kommst bald in die Schule, in die erste Klasse. Xaver, weißt du noch, wo du im Kindergarten das erste Mal warst? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich weiß es noch von deiner Mama ein bisschen. Und du hast es mir auch erzählt. Du standst am Gartentürchen und die Mama hat dich reinbegleitet. Und die Mama ging mit dir des Weges und heute, du bist im letzten Kindergarten, ja? Die Mama lässt dich an der Gartentüre raus, du läufst den Weg nach vorne und du weißt genau, wo die Gruppe von der Schwester Hanna ist, da gehst du hin, machst die Tür auf, guten Morgen, hallo, hier ist der Xaver. Weißt du noch, an dem ersten Tag, bist du da? Den Weg gelaufen? Was hat die Mama gemacht? Ja, da kann ich mich echt noch erinnern. Ich hatte solche... Ich höre. Angst. Du hattest Angst. Was ist passiert? Was hat die Mama gemacht im Laufe der Jahre, deiner Kindergartenjahre, dass du heute keine Angst mehr hast? Also, die Mama hat mich am Anfang begleitet. Und dann ist sie immer mehr zurückgegangen und irgendwann hat sie mich am Gartentor aussteigen lassen und hat gesagt, Xaver, du schaffst das. Du bist so ein mutiger Kerl.
Ich traue dir das zu, du kannst das. Und dann bin ich echt über mich hinausgewachsen und habe all meinen Mut zusammengenommen und bin ganz alleine von der Gartentür bis an die Gruppe gelaufen und es ist nichts passiert. Es hat geklappt. Ja, das hätte ich nicht geschafft, wenn die Mama mich da nicht unterstützt hätte. Sarah, du siehst, Muttertag feiern wir, weil die Mama, die Mutti, immer da war. Sie hat uns getröstet, sie hat uns geschützt, beschützt, umsorgt, sie hat uns Mut gemacht. Und heute, aus diesem Grund, werden wir eine Geschichte hören aus der Bibel, wo es auch darum geht, in dieser Geschichte geht es auch darum, sich zu sorgen, sich um jemanden zu sorgen. Eine Mama sorgt sich um ihr Kind, dass es ihm auch gut geht. Und diese Geschichte aus der Bibel heißt die Geschichte von Moses im Weidekorb. Und die möchten wir euch gemeinsam erzählen. Der kleine Mose war gerade erst geboren und seine Eltern hatten Angst. Denn in dem Land, wo sie wohnten, gab es einen sehr bösen König, der wollte alle kleinen Jungs in einen Fluss werfen. Die Mama von Mose versteckte deshalb den kleinen Mose. Aber Mose, das Baby, weinte. Und die Mama bekam Angst, dass der böse König das Kind, ihr Kind, hörte. Da betete sie zu Gott: Gott, bitte, pass auf mein Baby auf. Hilf uns! Gott sagte der Mutter, was sie tun sollte. So nahm die Mutter Mose und legte ihn in einen Korb. Sie machte den Korb so, dass er dicht war und kein Wasser hinein konnte. Dann stellte sie den Korb mit Mose an das Flussufer und der Korb schwamm los. Miriam, die große Schwester von Mose, beobachtete alles genau. Sie hatte Angst um ihren Bruder, aber sie wusste auch, dass Gott auf ihn aufpasste. Der Korb blieb am Schilf in Ufernähe hängen. Dann kam jemand, die Prinzessin. Die Tochter des bösen Königs kam zum Fluss. Sie fand das Körbchen. Sie machte das Körbchen auf und fand Mose. Dieser begann zu weinen. Sofort nahm die Prinzessin Mose auf den Arm und tröstete ihn. Sie schloss ihn gleich in ihr Herz. Ich möchte ihn behalten und ich werde auf ihn aufpassen, sagte sie. Miriam hatte alles beobachtet und sprach die Prinzessin mutig an, ob sie jemanden braucht, der dem Baby etwas zu essen geben kann. Die Prinzessin war dafür dankbar und so holte Miriam ihre Mutter, die auch die Mutter von Mose war. Die Prinzessin legte das Baby der Mama in die Arme. Die Mutter durfte das Baby mit nach Hause nehmen und ihm zu essen geben. Erst als das Baby größer wurde, kam es wieder zur Prinzessin. Aber die Mama wusste, ihr Sohn ist bei der Prinzessin in Sicherheit und es würde ihm nichts geschehen.
so konnte der böse König dem Moses nichts mehr tun. Gott hat auf Mose aufgepasst und es so gemacht, dass die Prinzessin Mose zu sich nahm. Geschichte gehört, Moses, Weidekörbchen, und ich verspüre gerade, du bist sehr nachdenklich. Was geht dir denn im Moment gerade so im Kopf vor? An was denkst du denn gerade? Weißt du, was mir nicht aus dem Kopf will? Wie kann eine Mama ihr Kind in ein Körbchen legen und das einfach dann auf dem Fluss davonschwimmen lassen? Die muss doch fürchterliche Angst gehabt haben, dass das Körbchen womöglich umkippt und das Baby ertrinkt. Es kann doch noch nicht schwimmen. Also, das will mir überhaupt nicht in den Kopf, wie die Mama das tun konnte. Hast du da eine Idee? Sag mal, zum einen verstehe ich, was im Moment gerade in deinem Kopf vorgeht. Wenn wir daran denken, Gott schenkte der Mama von Mose Kraft. Er schenkte ihr Kraft, dass alles gut wird. Dass sie den Glauben verspüren könnte, es wird gut. Sie hat auf Gott in dieser schwierigen Phase vertraut. Gott hat dann dafür gesorgt, dass Mose gerettet wurde und dann, dass er am Leben blieb. Die Prinzessin hat Mose gefunden und so konnte er überleben. Es ging dem Baby gut und der Mama, denn sie hat Kraft und Mut bekommen, von Gott auszuharren. Sie hat sein Vertrauen gespürt. Und so hat sie verspürt, Gott sorgt für uns alle. Das hat uns diese biblische Geschichte gezeigt. Gott sorgt sich um uns, er sorgt für uns. Danke. Lieber Vater im Himmel, dass du auf uns aufpasst, so wie du auf Moses aufgepasst hast. Danke, dass wir da sein dürfen, dass auch du für uns da bist und wir somit deine Liebe verspüren, dass du für uns sorgst, dass du uns auf uns achtest, dass du uns Mut und Hoffnung gibst, die du uns schenkst, dass wir weiterhin voller Mut darauf vertrauen dürfen, dass du für uns sorgst. Das möchten wir immer in uns, in unserem Herzen tragen und dann verspüren, dass du uns begleitest auf unseren Wegen. Amen. Vater unser im Himmel, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Gott, zum Schluss unseres Kleinkindergottesdienstes möchten wir noch Danke sagen. Wir durften heute wieder eine ganz große Fußspur entdecken. Wir haben eine tolle Geschichte gehört über Mütter, über eine Mutter, die sich sorgt, wie Gott für uns sorgt. Und dafür danken wir und möchten zum Schluss um deinen Segen für diesen Tag und für die kommende Woche bitten. Wir schließen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allen Mamas einen wunderschönen Muttertag. Und ihr, liebe Kinder, verwöhnt eure Mamas. Sie haben sich's verdient. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Genießt das tolle Wetter. Wir sehen uns in 2 Wochen an Pfingsten zum nächsten Kleinkindergottesdienst online und sagen bis dahin Tschüss, euer Kleinkindergottesdienst-Team von Thüringen.